Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Scarhead. Ja, heute mal wieder eine Mediabook-Vorstellung. Und zwar soll es heute um einen Film gehen, der, wie ich finde, absolut unterschätzt ist und eine viel größere Aufmerksamkeit verdient, als er eigentlich bis jetzt bekommen hat. Und zwar geht es um Meine teuflischen Nachbarn, The Burbs, wie er im Original heißt. Und ja, es ist Black Friday, Leute. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr mit eurem Black Friday anfangen sollt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Bei Kochfilms ist jetzt gerade zum Black Friday kostenloser Versand. Da gibt es diesen Film hier zu einem sehr guten Preis, wie ich finde. Und bis jetzt war ich mit den Lieferungen von Koch auch immer sehr zufrieden. Also wenn es nicht immer Amazon sein muss, könnt ihr auch gerne mal hier bei Koch vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, Amazon-Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Aber nicht lange drum rumreden. Ich würde sagen, schauen wir uns jetzt mal dieses schöne Mediabook genauer an. So, und da sind wir schon auch in der Tischansicht. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein FSK-Logo und das ist natürlich die Frage aller Fragen. Wie gut lässt sich dieses hässliche Logo hier entfernen? Ist ja immer so, es gibt da ja teilweise Mediabooks, bei denen das problematisch ist. Bei Koch hatte ich bis jetzt noch nicht das Problem. Da ging alles immer rückstandslos ab. Ein Erlebnis, sage ich euch. Allein dafür lohnt sich schon fast, das Ding hier zu kaufen. Wie ihr sehen könnt, keine Rückstände. Ja, das Cover hat mich damals schon so ein bisschen verwirrt. Ich wusste nicht, worum geht's da. Ist das jetzt so ein Horror-Splatter? Keine Ahnung. Sieht schon ein bisschen gruselig aus, der gute alte Tom hier. Aber zeigt eigentlich mal so quasi, worum es hier geht, um die Gruseligkeit von Vorstädten. Wie gesagt, im Original hieß der Film oder heißt der Film auch immer noch The Burbs und das bezog sich halt auf Suburbs, Vorstädte auf Englisch, für die Leute, die es nicht wussten. Ja, Englisch-Leselord. Ja, an der Seite relativ unspektakulär, nur nochmal der Filmtitel und der kleine Tom Hanks hier unten und natürlich die Blu-ray. Ja, Extras haben wir hier nicht nur umsonst so einen riesengroßen Balken dran, sondern wir haben hier wirklich eine Menge Extras, weil wir haben hier nicht nur hier den Film als Blu-ray, sondern hier nochmal eine extra DVD Blu-ray, beziehungsweise keine DVD, sondern nochmal eine extra Blu-ray. Also wir haben hier auf die Blu-ray von dem Film, die DVD von dem Film hier verzichtet. Grund ist, auf diesem extra DVD, beziehungsweise in dem Fall ja die Blu-ray, die extra Blu-ray, sind die halt nicht nur mal so Sachen wie die Standard-Audio-Kommentare und Dokus, die übrigens auch sehr interessant ist, You Can't Kill, Tom Hanks. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinsehen, warum ihr dann wisst, dass ihr nicht Tom Hanks in eurem Film killen dürft. Alternative Enden, muss sagen, fand ich das in dem Film durchaus besser und auch sehr gut, dass sie das alternative Ende nicht genommen haben, weil das war ziemlich schwach, muss ich sagen. Na klar, die Bildergalerie mit seltenem Werbematerial, wer kennt sie nicht? Mein absolutes Highlight auf jeder Blu-ray, wer dieses Format hier schon etwas verfolgt, der weiß darüber Bescheid. Aber was quasi der ausschlaggebende Grund ist, wo steht es jetzt? Da, hier steht's. Die frühe Workprint-Fassung aus Joe Dantes Archiv mit vielen geschnittenen Szenen. 106 Minuten. Was heißt das? Wir haben hier den Film in einem, ja, wirklich roh Fassung quasi nicht überarbeitet. Also sieht auch, der Film ist hier auf Blu-ray, auf der Standard Blu-ray hier in einer sehr guten Bild- und Tonqualität. Am Anfang ist das Bild ein bisschen rauschig, ändert sich dann aber im Laufe des Films und wird dann glasklar. Komischerweise, ich weiß nicht, das war mir schon öfter mal bei etwas älteren Filmen aus den 80ern. Ich erinnere mich da an Karate Kid zum Beispiel. Da war das auch so, am Anfang leicht vergrieselt und am Ende oder Mitte ging es dann schön klar weiter. Ja, also von daher, ihr habt hier nochmal quasi, wenn ihr mal den Film auch in der Röhre schauen wollt, könnt ihr euch das hier gerne als mit dem Workprint machen. Schon ziemlich nice, also hier quasi den ganzen Film nochmal in so einer komplett anderen Version mit drauf zu packen. Und finde ich gut, dass man an dieser Stelle hier dann dafür dann auf die DVD verzichtet hat. Ansonsten, ja, wie gesagt, der Regisseur ist übrigens der Regisseur auch von Gremlins gewesen. Auch ein sehr großartiger Film, muss ich sagen. Und wir haben auch ein kleines Easter Egg in dem Film. Aber ich verrate natürlich nicht, welches. Wer es weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kriegt von mir einen Daumen und ein Herzchen und
Ne? Ihr wisst Bescheid. Aber wir kommen mal kurz zu den Disc. Die sind relativ spartanisch gehalten. Finde ich eigentlich ein bisschen lahm, muss ich sagen. Aber es macht es hier einfacher, finde ich, zu unterscheiden zwischen dieser Extra-Scheibe und dem Film. Dass man halt nicht sagt, oh, ich muss mal kurz den Film einlegen. Und dann weiß man nicht, ne? Rot ist der Film, blau ist Extras. Ja, kann man drüber streiten. Ich finde es in dem Fall okay. Ja, hier sehen wir nochmal eine Szene aus dem Film. Wie gesagt, das ist eine, quasi eine Parodie, eine schwarze Komödie auf die spießigen Vorstädter. Und wir haben ja, so einen Querschnitt durch die amerikanische Spießbürgergesellschaft. Unter anderem auch Tom Hanks hier. Auf dem hinteren Teil haben wir auch eine sehr krasse Szene mit der guten Stielkettensäge. Ich verrate jetzt natürlich nicht, welchen Zusammenhang, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, möchte ich jetzt hier nicht spoilern, aber ja, ist schon ziemlich abgedreht. Ja, natürlich die wunderbare Carrie Fisher, ach wie herrlich und ich vermisse sie auch. Klar, ihr kennt sie aus Star Wars, Prinzessin Leia, aber sie macht auch hier eine wunderbare Rolle und ist hier quasi auch ja, so die einzige Stimme der Vernunft in diesem Film. Ja, Daniel Wagner hat hier das Booklet geschrieben und wie hier auch schon wie beim letzten oder einem der letzten, ich glaube war von Harpoon oder so, das Mediabook, könnt ihr auch gerne mal schauen, verlinke ich euch hier oben, wenn ihr möchtet, beinhaltet dieses, ach nee, das war bei Total Terminator war das, glaube ich, verlinke ich euch auch hier oben, schaut euch auf jeden Fall mal an, Koch macht sehr coole Mediabooks, muss ich sagen, ich bin ein absoluter Koch-Fan. Ja, enthält dieser Text hier Spoiler und dementsprechend solltet ihr euch dieses Mediabook quasi erst durchlesen, wenn ihr den Film gesehen habt. Hier auch wieder eine sehr ikonische Szene aus dem Film. Insider wissen Bescheid. Ja, da Tom Hanks, wieder sehr schöne Bilder. Carrie Fisher auch, herzlich. Da geht mir das Herz auf. Echt schade, ne? 2020 hat er noch ein paar andere Leute genommen. Reden wir nicht länger drüber, versuchen es einfach zu vergessen. Also wir haben hier wirklich sehr viel Text, nicht nur Bilder und sehr gutes Hintergrundinfomaterial und auch sehr coole Interpretation. Hier noch eine kleine Autorinformation. Er schreibt übrigens auch wie bei Harpoon. Ich weiß gar nicht, ob das sogar der gleiche Autor war, auch für das Filmmagazin Deadline. Und ist ein studierter Journalist und Filmwissenschaftler. Das heißt, hier schreibt nicht irgendwie der Praktikant, sondern jemand mit Ahnung. Finde ich gut. Auch hier nochmal eine sehr coole Szene aus dem Film. Und das war's auch schon. Ja. Kommen wir zum Fazit. Alles in allem würde ich sagen, ist das ein absolut gelungenes Mediabook und ein Film, den ihr euch unbedingt ansehen müsstet. Der für meiner Meinung nach absolut unterstützt ist mit sehr guten Schauspielern. Und einer sehr guten Hintergrundstory. Ja, das war die kurze Vorstellung von Meine teuflischen Nachbarn. Und ja, wie schon erwähnt, Black Friday, kostenloser Versand bei Koch. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Angebote haben. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Wie gesagt, da ist der Link drin. Und ja, ich habe übrigens bei dem Shop auch jetzt mir die Special Edition von Dawn of the Dead, Zombie, das Original, bestellt. Da freue ich mich schon richtig drauf. Alle Cut-Fassungen von diesem Film plus ganz viel Bonusgedöns. Ich kann es kaum erwarten. Mitte Dezember geht's los. Und ja, das war's auch schon. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.